Was geht YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und ja, ihr seht richtig, Marcel zu dem Scorpion versucht heute mal, sich die Sniper einzupacken. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht in BO4, wie ihr zumindest, ich bin gerade in irgendeinem Prestige gestartet. Deswegen hier, ihr seht Level 1, aber ich habe alle Sniper noch nie gespielt. Ich habe noch nicht einen einzigen EP mit einer Sniper gesammelt. Das heißt, ich bin wirklich komplett ungesniped. Also wirklich, man möchte nicht sagen jungfräulich, man möchte sagen ungesniped, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier laufen wird, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, jetzt eine Runde mit euch gemeinsam zu snipen. Gucken, was dabei so rauskommt. Leute, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich mega freuen, falls ihr Bock auf vielen Black Ops 4 und Gaming-Content habt. Und Leute, ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange. Doch, wir müssen noch eine Sache vorher klären. Und zwar, okay, wir haben gar nicht so viel. Ich glaube, den Attack-Chopper sollten wir heute mal dann doch lieber rausnehmen. Wir machen jetzt mal hier mit, ja, Vorräte, Drohne. Das sieht doch gut aus. Und dann gucken wir doch mal. Ich würde sagen, wir suchen hier in Death Match Mosh Pit und wir gucken doch mal, was wir hier zu snipen kriegen. Und das Traurige ist, ich habe noch Doppel-EP, das heißt, die Doppel-EP wird gerade hardcore gewastet. Naja, weil ich werde ungefähr 2 Punkte pro Runde machen. Serif passt gut. Doch, Sniper, Serif, Easter, wegen dem Specialisten Annihilator passt es gut. Okay, ich würde sagen, gucken wir doch mal, wie ich so mit der Sniper spiele. Ich bin jetzt gerade richtig gespannt, Alter, ohne Scheiß, Mann. Ich glaube, das wird sehr, sehr traurig, Freunde. Ich habe gehört, es soll nicht so mega einfach sein, dem Spiel zu snipen. Na gut, okay, ich würde sagen, hier können wir mal klassisch up-aimen. Ich glaube, das macht man so als Sniper, oder? Nicht? Ah. Ich kassiere wirklich von einem Diamant-Sniper Collateral in der ersten Sekunde als Sniper. Das ist eine Geschichte, das kann wirklich nur mir passieren. Das wisst ihr, Leute. Ich muss es gar nicht mehr so oft erwähnen, weil ihr wisst, es kann nur mir passieren. Leute, das ist ja gerade unglaublich. Der hat mich da wirklich jetzt ein Collateral rausgesniped. Das heißt, ich spiele natürlich jetzt auch noch gegen einen absoluten God-Sniper. Und das ist der absolute Zufall. Ach du Kacke, Alter. Noch sieht es mit Kills nicht so... Ey, Leute, ich glaube, das wird ganz übel. Ich hätte natürlich jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder... Nein! Entweder ich zeige euch jetzt die ganzen Fails oder ich würde jetzt 4 Stunden spielen, um eine gute Runde zu haben. Und ich würde sagen, heute machen wir mal die Fails, Freunde. Zack, souverän. Souverän, Freunde. Da kommt dann noch einer. Ja, hier, das ist der Sniper. Ich muss los. Ich wusste, er wird mich noch snipen. Okay, Leute. Ich glaube, das wird ziemlich legendär, Mann. Das ist der Sniper-Gott. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich suche mal eine andere Lobby. Ich glaube, die gehört ihm. Okay, dann eben Kill Confirmed Firing Range. Ist mir natürlich auch viel lieber, ne? Ich kenne mich doch hier bestens aus. So, Serif. Ja, Almighty Shadow, J-Mosey. Das wird geil, Jungs. Let's go. Ja, das fühlt sich gut an. Das hat sich gut angefühlt. Also, der Typ... Der Typ tryhardet so der andere auch. Der erste kriegt erstmal einen Snipen, den zweiten schlage ich einmal, Alter. Ah, warte. Ah, der ist schon tot. Okay, okay. Ah, warte doch. Okay, okay. Wie gesagt, unsere ersten... Ja, unsere ersten Meter mit der Sniper, Digga. Ich liebe es. Okay. Zack. Zack, ihr Almighty Shadows. Musst du früher aufstehen. Wieder super gesniped in meiner Zweitwaffe. Ah, ich dachte, jetzt bin ich schon auf dem Weg, einen Clip zu machen. Ach stimmt, ich bin ja hier wieder gespawnt. Na, hätte ich mir eine Taktik einschicken wollen, doch ein bisschen anders platzieren sollen. Oh, warte, wir sind nochmal hier gespawnt. Diese Pistole ist ja anders OP, Digga. Dagegen ist die Titan ja Müll. Bitte. Nein, 3 Schüsse daneben. Ey, Mann. Nein, bitte nicht, stopp. Nein, ah. Habe ich nicht die Stimshot dabei in der Klasse? Bin ich dumm? Okay, ich habe anscheinend Stimshot nicht dabei. Okay, aber es läuft nicht schlecht. Es läuft nicht... Nein. Oh mein Gott, ich hätte da den Collateral machen können. Ich habe doch Stimshot. Wieso lädt das so langsam auf? Okay, mal Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, Ruhe bewahren. Okay, das sieht nicht gut aus. 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 Wir haben ungefähr 4 Gegner vor mir. Nein. Ich war mir so sicher, dass wir das großartige... Oh mein Gott, mein Noob-Team hat einfach diesen Gegner geschlachtet. Ich bin ja gegen Tryhard sogar, gegen 2. Was? Nein! Der war drauf. Okay, nice. Wir sind drin, wir sind drin, wir sind drin. Man muss sich da wirklich reinfuchsen, Alter. Jawohl. Komm, noch einer zurück, einer zurück. Nicht dahin zurück, nicht dahin zurück. Hohe Position erarbeiten. Ganz ruhig weiterlaufen. Alles wird gut. Wir müssen nur den richtigen Moment abwarten. Oben ist ein Gegner, ja? Den gehen wir doch mal suchen. Ja, und eventuell ist es Almighty Shadow, der um seine Mutters Ehre tryhardet. Was? Nein, es ist wirklich nicht einfach. Tja, das sah nicht gut aus. Was haben wir denn für eine KD hier? Ah, wir haben 10 zu 11. Das ist das Gute mit Ekia. Mit Ekia sieht es nie so schlimm aus.
Ach, nice Endkillcam, ja Mann, auf jeden. Das habe ich genauso gesehen, der Runde, ja. Okay, wir sind zwar nachgejoint, aber ich bin hier sehr zuversichtlich. Komm schon, let's go. Ich meine, es kann nicht so schwer sein, die so ein bisschen rumzusnipen, oder? Ich meine, komm schon. Wir sind hier mit der Sniper unterwegs. Ja, die letzten Jahre war ich ja als Sniper berüchtigt. Ich glaube, ich habe in WO3 ein Sniper-Video gemacht und das war's. Ups. Spawnen die noch einmal hier oder muss ich jetzt wieder komplett um die Map laufen? Komm, hier, geheimer Spot. Aha, da ist einer gespawnt. Hm, da hinten ist noch einer. Das war wichtig. Nein, ich wollte unfair werden und er hat's gemerkt. Ah! Aber egal, ey, wir haben Double Kill. Na, nennen wir es mal Double Kill. Eventuell Double Kill. Ja. Muss aber sagen, wir machen das Video machen. Das merkt ihr auch. Ja, ja. So, wieder so ultra. Ich kriege auch die ganze Zeit Sniper-Lobbys irgendwie. So ultra viel Spaß, seit ich BO4 einfach ja, machen kann. Weil es einfach wieder die Tür geöffnet hat in ein geiles COD. Ja, und da freue ich mich einfach extrem drauf. Ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder hier gegen irgendeine Sniper-Lobby unterwegs, ne? Er hat genau in der richtigen Sekunde mit Pre-Firen angefangen. Schaut mal. Ah, okay, mein Team wird hardcore gespawnt, trapped. Zack, Hitmarker, mein erster Hitmarker. Aber dank Ikea kriege ich den Kill für Scoreboard. Jawohl, guck mal, da hole ich mir den Sniper-Typen. Legende der Typ, so ich selbst. Danke. Oh mein Gott, jetzt läuft der Hase. Der Hase läuft. Da, wo ist hier mein Free-Kill? Da hinten? Zeig dich, komm. Ich liebe meinen Move mit der Sniper, als ob ich so... Leute, ey, es läuft gerade nicht schlecht. Mein erster Tag mit der Sniper, diese Runde läuft nicht schlecht. Ist wahrscheinlich alles andere als gut für die KD und so, aber egal. Da haben wir noch einen Kandidaten. Drohne und Vorräte, Leute. Und über mir ist ein Gegner. Okay, Moment. Versuchen wir das mal kurz schlau zu machen. Der kommt jetzt hier. Nein! Oh Mann, belastend. Okay, wir holen uns aber mal ganz stolz die Vorräte rein. Hoffentlich können wir sie auch... Ah, wir haben Vision Pulse. Okay, das sieht also alles sicher aus hier gerade. Immer noch sieht alles sicher aus. Kommen die Vorräte? Digga, das dauert ja mal wieder Stunden hier. Hallo, Vorräte? Die könnten hier gleich spawnen, die Gegner. Das wäre halt das Problem. Oh Gott, die spawnen hier schon. Okay, gib mir das. Egal, was es ist. Okay, wir leben noch. Wir haben ein Geschütz erspielt. Immerhin. Auch wenn es durch die Vorräte kam. Buff dich! So, so sieht es nämlich aus, Freunde. So, jetzt hauen wir rein, Geschütz. Nice. Okay, wenn mein Geschütz da steht, werden die Gegner hier kommen. Let's go, hier kommen noch zwei. Na komm. Nein, wie viel der erste genommen hat. Ah, ich. Also Leute, 16-5. Ich will nicht pushen. Wir gewinnen das Spiel sogar vielleicht. Komm schon, Marcel. Mal lieber schnell. Hier ist einer neben mir. Und zack, hau rein. Jetzt noch ein bisschen Annihilator-Action. Geil. Okay, komm. Komm schon. Auf Nummer sicher bei Annihilator. Immer auf Nummer sicher. War schon mit Annihilator. Oh Gott. Oh mein Gott, das wäre auch zu viel gewesen. Okay, Leute, never mind. Aber wir führen, komm schon, ich will das Ding unbedingt holen. 18-6, come on. Komm schon, Jungs. Oh mein Gott, okay. Schön gesniped habe ich den Quickscope. Schöner Quickscope von mir. Wir machen den Geheimspot. Nein, wäre die Muni nicht leer gewesen. Oh mein Gott. Diese Pistole ist ja echt krass. Wieso ist die so stark? Let's go. Gewonnen. Zwei, Alter. 20-7, Mann. Let's go. Freu mich gerade übelst, Mann. Die Runde war gut. Das war meine zweite Sniper-Runde, seit ich das Spiel spiele. Geehrt uns jetzt. Da sterbe ich auch in dem Clip, das weiß ich. War ich das? Ach nee, danach habe ich versucht, ihn zu snipen. Da bin ich. Aber habe verfehlt. Ah, belastend. Ich würde sagen, Face Scorpion macht sich ganz gut. Weil ich habe jetzt schon mal den ersten brauchbaren Aufsatz für die Waffe bekommen. Oh ja, oh ja. Wir haben High Caliber und FMJ. Nice. Was für die Pistole? Schalldämpfer. Hm. Haben wir noch ein Visier? Nee, dann wird nur Reckon. Aber ich weiß nicht, welches spielt man? Dann schreibt es mir in die Kommentare, welches Visier spielt man. Ich würde vom Gefühl her sagen, dass man das Standardvisier spielt. Packe ich mir Scavenger ein, mein Gott. Besser als nicht dabei zu haben. Und wir spielen eine Runde Seaside Team Deathmatch. Oh gut, wir haben den Sniper King hier in unserem Team. Und der spielt das gleiche Visier wie ich, oder? Ja, der spielt das gleiche Visier. Okay, gut, dann spielt man anscheinend das. Daran erkenne ich es jetzt Hauptsache. Okay, nice. Gut, dann haben wir CDRZ in unserem Team. Und ich hoffe, dass wir jetzt den Gegnern so ein bisschen mit der Sniper nochmal einheizen können hier in dieser Runde. Let's get it, boys. Let's get it. Gargo, make me lose my mind. Up in here, Gargo, make me go. Okay, pass auf. Ich weiß schon ganz genau. 3, 2, 1. Guck mal, als Sniper geht man dann immer an diese Spots, in diese offensichtlichen Spots irgendwie. Und als normaler Spieler würde man da nicht hingehen, weil man denkt, das ist zu offensichtlich. Aber als Sniper geht das halt irgendwie. Hinter die Bro. Nein, oh, belastend. Den AFKler habe ich so gut mitgenommen. Okay, okay, okay. Wo ist unser Frischfleisch? Na, it was at this moment. Marcel knew. He fucked up. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich fühle mich halt für so einen Quickscope noch so unsafe. Ich muss an gute Positionen rennen und dann von da einen mitnehmen.
Wir spawnen jetzt hier. Egal, den Kill nehmen wir mit, den Kill nehmen wir mit. Muss eigentlich nur ruhig bleiben, glaube ich. Ruhig bleiben und positiv denken. Und diesen Typen da wegsnipen. Nice. Okay. Ich bin auch nur Headshots am Verteidigen. Mit Großkaliber will ich gar nicht wissen, wie viel Schaden die Waffe auf dem Kopf macht, Alter. Auch ohne schnell ziehen, zieht die Scope man damit schnell rein. Gefällt mir auf jeden Fall. Ich glaube, mir jetzt hier schon einer entgegenkommt. Ich stelle mal Taktikeinstieg auf. Die sind aber hier gespawnt. Das heißt, entweder die sind jetzt noch hinter mir oder hier im Haus und so. Oh, ärgerlich, ärgerlich. Die spawnen zwar wieder hier. Die spawnen schon nicht nochmal hier, oder? Okay, unser Teammate rasiert die gerade komplett, die Gegner. Okay. Okay, Leute, ihr seht schon, mit Quickscopen und so bin ich echt nicht drin, Alter. Wirklich. Wir schießen auf irgendwen hier. Den darf ich mit der Pistole holen. Ich hab die Lizenz dazu. Er hat sich auch nicht geheilt, aus Respekt. Oh mein Gott, das ist mein erster kleiner Clip. So. Face Scorpion ist back, Freunde. Face Scorpion. Ich bin so letzter im Scoreboard. 750 Punkten, Alter. Ich finde keine Gegner. Mein Teammate rasiert die so heftig. Ey, guck mal. Die oben. 23. Oh. Ja. Ist noch einer. Nein, es wäre so sexy hexy gewesen. Oh, belasten. Oh, Mist. Er wusste aber auch schon, dass ich mit der Sniper unterwegs bin. Da ist er auch wieder. Hallo, erstmal an dich. Na komm, komm, machen wir jetzt einen Trick, pass auf. Einmal drehen und es hätte sogar klappen können. Er ist da irgendwo. Oh. Wie sie geschrien hat, Alter. Stehen wir 10-7. Na gut, komm schon. Jawohl. Und, wo bist du? Nein. Wo war? Hä? Okay, da hat der Geist gehabt. Bin nicht angezeigt. Okay, wir gewinnen das Ding aber. Puh. Oh, wir haben schon die Panther-Camo freigeschaltet. Hey, dann sieht die Waffe ja sogar gar nicht mal so wasted aus. Schaut mal. Yeah, what's up? Ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingstarnungen im gesamten Spiel. Ironischerweise haben wir gerade auch noch den Sniper-Nest freigeschaltet, aber den nehme ich lieber nicht mit. Ich glaube, das würde sehr peinlich enden. So, Leute, also, ich würde sagen, die Waffe sieht relativ schön aus jetzt. Jetzt gehen wir mal gucken, hier, was hier so abgeht auf Militia. Militia, let's go. Ist ja eigentlich eine Map, die für Sniper konstruiert ist, vom Aufbau her. Auf jeden Fall deutlich besser als Seaside, weil hier hast du einfach, guck mal, was du hier teilweise riesenlange Ranges hast. Ja, und ich liebe es, wenn ich einfach um die Map laufe und dann die Teammates da spawnen, wo ich ankomme. Das ist einfach geil. Ich muss natürlich ein bisschen defensiver spielen, sonst... Okay, der Typ wird komplett geschreddert da oben. Nein, oh mein Gott, belastet, es waren sogar zwei Headshots. Ach, hätten sie ruhig mal ein Collateral raushauen können. Na gut, für mich ist immer noch jeder einzelne Schuss so eine Ultra-Anstrengung. So richtig, so körperlich anstrengend einfach. Ah, das ist gut. Solche Easy-Shots treffe ich aber wenigstens mittlerweile. Okay, wir haben jetzt den Crash genommen, aus Reflex einfach. Aber jetzt haben wir wenigstens unendlich... Guck mal, wie viel Munition ich habe, als ob ich das jemals brauchen würde. Face Scorpion schleicht sich hier von der Seite an. Leider aber nur, um von der Titan zerfetzt zu werden. Oh mein Gott, ich hätte ihn gekriegt, wenn die Muni nicht leer gewesen. Zeig mal bitte, wie es aus seiner Sicht aussah. Oh mein Gott, er hat 4 HP. Ich glaube wirklich, um sich in Snipen richtig krass reinzufuchsen, da muss man wirklich jahrelang richtig snipen. So einfach mal anfangen zu snipen oder zumindest ein paar Wochen. Klar, die Laufwege und so kann man importieren, aber Alter, diese Shots, diese Quickscopes und so zu hitten, ist ja mal ultra, ultra schwer. Wenn jetzt hier einer auf mich zukommen würde, ich würde ihn nicht treffen. Ich komme immer zu spät. Wie im Geschlechtsverkehr, Leute, da komme ich auch immer zu spät. Okay, der sitzt hier in der Ecke und den hole ich mir jetzt mit der Pistole. Warum? Weil er es verdient hat. Okay, nice. Komm, machen wir es doch mit der Sniper. Der andere ist abgehauen. Okay, den habe ich tatsächlich nicht bekommen. Was? Oh mein Gott, er scuffed so rum, Digga. Er weiß gar nicht, wie das geht. Nein! Ah, der ist jetzt down. Der heißt auch Marcel. Na, ihr seht schon, die Situation, da komme ich noch nicht mit klar. Mit 200 Leben müsste ich eigentlich einen Freekill bekommen, wenn ich mich ein bisschen konzentriere, bevor ich schieße. Oh mein Gott, ey, wie billig ich den gemacht habe. Aber es ging nicht anders. Okay, wir haben gewonnen. 9-5. Eieieiei. Ja, Leute, man sieht an dieser Kurve schon ganz gut, wie die Punkte pro Minute sich verhalten, wenn ich snipe. 3 Chinesen mit dem Kontraband saßen auf der Straße. Wer kennt das Original, Leute? Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der es kennt, weil ich viel zu alt bin. Okay, das ist merkwürdig. Okay, anscheinend muss ich jetzt ein Leben mit der Schwertfisch spielen, weil das Spiel irgendwie gerade gechoked hat. I don't know. Okay, dann müssen wir jetzt ein Leben mit der Schwertfisch spielen. Alles klar, Digga. Muss los. Ich bin gerade so an Snipen gewöhnt, ne? Okay, das war krank, wie viel er genommen hat. Rekordverdächtig, ey. Oh
Mann, ey. Okay, ich muss wieder los. Der Typ ist schlecht. Hello. Es ist krass. Alter, wie er mitgezogen hat. Das hätte ich erst nicht von ihm erwartet. Da wird das Chicken sowas von auf den Boden gesprüht, ey. Sniper King is back. Eventuell habe ich in diesem Video das ein oder andere Mal meine Sekundärwaffe gezogen. Den hole ich mir noch. Okay, wenn ich die beiden hole, will ich 5000 Likes auf das Video. Und wenn ich keinen hole, dann 10.000. Er ist immer noch hier. So, und hau rein. Ah, fuck. 3, 2, 1, Augen zu. Oh, das wäre so geil gewesen. Oh oh, hier ist irgendwo das Elektroauto. Und ich unterstütze keinen Tesla. Das ist dumm aus Versehen. Ja, verdient tot. Alter, was war denn mit ihm? Er hat mich komplett aus den Augen verloren. Okay, da waren noch zwei Gegner. Hätte ich das irgendwie überlebt, hätte ich mich umgedreht und beiden noch ein Collet gegeben, Alter. Oh, Moment. Okay, vorsichtig. Nicht nur Sensor da, Signal has been lost, sondern Gegner sind auch lost. Alles ist hier lost. Jetzt bin ich gerade motiviert. Durch easy mal wieder mit der Sniper geholt. Ich muss sagen, die Runde macht mir echt am meisten Bock von allen bisherigen. Ich wusste, dass er einen Easy Kill haben will. Oh mein Gott, ich bin so gesandwiched. Ja. Oh Gott, ich will nicht pushen, aber das habe ich gerade wirklich gut gelöst wie Chemiker. Ich habe Hellstorm, Leute. Ich habe Hellstorm erspielt. Leckerli. Guter Hund, guter Hund, guter Hund, guter. Verdient. Leute, ich stehe 24-6 und ich spiele nicht schlecht. Keine Freestyle. Oh, ein Strike-Team, natürlich. Da hat man auch mal Glück in so einer Situation, ne? Ist klar. Wow, okay, GG's, Mann. Muss ich ihm lassen, hat er gut gemacht. Ich spiele eine Runde gut, wir liegen hinten. Alles klar. Also mein Strike-Team, ich weiß nicht. Gefällt mir bisher noch nicht so gut. Mein Strike-Team ist halt so schlecht, ne? Ich hatte das wenigstens ein bisschen gut. Nein, jetzt verlieren wir das Ding wirklich. Mann. Vielleicht können wir es ja irgendwie retten, die Runde. Das wäre halt ein Wunder, ne? Das wäre jetzt ein COD-Wunder. Guckt euch das an, Leute. Ich habe es perfekt gemacht. Ah, belassen. Na gut, ich würde sagen, es waren nice Runden dabei. Fate Scorpion hier zum ersten Mal unterwegs gewesen. Lasst ein Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab. Und dann, oh, wir haben es sogar geschafft hier. Okay, gut, die drei waren noch ein bisschen abgelenkt, würde ich sagen. Aber trotzdem alle drei Schüsse getroffen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.